For English subtitles, activate the subtitle button, please. Uhr morgens in Ghana. Die Sonne geht gerade auf. Schönes, mildes Klima. Ich denke, wir haben jetzt so 26 Grad. Heute machen wir was ganz Besonderes. Ghana ist nicht nur das Königspython Country, sondern auch das Land der Gabunodon, Kobras und Mambas. Und wir wollen heute Mamba suchen gehen. Für mich auch was Neues. Bin mit den Giftviechern auch nicht so versiert. Bin mal gespannt, was wir heute alles erleben. Viel Spaß. Ich bin hier, wie ihr hinter mir sehen könnt, immer noch in Afrika. Wir sind ca. 40 Kilometer vor Accra. Und Ghana hat nicht nur die Ball Pythons zu bieten, sondern auch Puffottern, Cobra, Mamba. Und heute wollen wir ein bisschen auf Giftschlangensuche gehen. Ich bin hier mit dem Yao. Er hat hier einen meiner Haken, die ich vor 10 Jahren mal gebracht habe. Er hat ein wenig umfunktioniert und auf 2 Meter ausgebaut. Das braucht er für die Mambas, weil die sind einfach irgendwie recht aggressiv. Und da ist es gut, wenn wir ein wenig wegbleiben. Ja, da gehen wir heute im Busch, gucken, ob wir ein paar Mambas finden. Die richtigen Klamotten haben wir auch an. Kurze Hose, Sandalen, wie immer. Die richtige Ausstattung, aber hinten laufen, dann passiert nichts. Viel Spaß euch. So, nur mal zum Zeigen, wo wir sind hier. Hier geht die Hauptstraße von Accra Richtung Norden. Das ist auch die Straße, wo wir gekommen sind hier. Wir haben hier in einem kleinen Dorf geparkt, das wir gerade hier im Intro gesehen haben. Und wir laufen jetzt die Richtung, also die Mambas können nicht weit weg sein von der Straße. Jetzt muss ich rennen, sonst killen mich nicht die Mambas, sondern die LKWs. So, wir sind jetzt gerade von der Straße im Prinzip 100 Meter weiter. Hier so einen kleinen Trampelpfad in den Busch rein. Und das Biotop oder die Gegend, wo es recht viele geben soll, die muss gerade hier um die Ecke sein. Vor mir läuft der Jim, ebenfalls gut ausgestattet mit Short und Sandalen. Und wie gesagt, Regel Nummer 1, immer hinten laufen. Nur die vorne werden gebissen. So, also wir laufen jetzt schon gut eine Stunde hier rum. Hier in der Sonne. Geschätzte 35 Grad, gefühlte 45. Aber der Yao ruft uns gerade. Jetzt hoffen wir, dass er was gefunden hat. Bin nicht ganz sicher. You find something, or? Huh? There is something? Okay, er hat eine Haut gesehen da drin. So hoffen wir, dass außer der Haut auch die Schlange irgendwo ist. Ah ja, da ist sie. Ja, okay. Er hat sie. Wait one second, hold him there. And funny, das Lustige ist, dass wir hier natürlich echt mitten im Gebüsch rumlaufen. Überhaupt nicht mehr hingucken, wo wir sind. No, wait. You, madam. Too many cooks spoil the broth. Okay, also die Afrikaner nehmen den Kopf. The Africans take the head. The Europeans take the tail. So the shop is shared. Und das Telefon klingelt wie immer. Nice catch. So this is the Ghana one or the... This one shit on me. The woman said that the lizards, they are dying, so she wants to ship this thing. The lizards. Shit on me. Yeah. Okay, der Jim wurde von einer Mamba angekackt. It's not many people in the world who get shit by a Mamba, so be proud. Okay, you hold him and get the camera.
Wenn wir sehen, hier haben wir sie jetzt gleich ein bisschen verletzt beim Fangen. Ich denke, ist okay, die ist gerade am Häuten. Also was wir da sehen, ist ziemlich viel Häutung gerade. Das Fangen ist natürlich schon ein bisschen eine harte Sache oder nicht ganz nach europäischen Maßstäben. Man muss sehen, dass wir hier auf einem landwirtschaftlichen Gebiet sind und die Leute hier natürlich bestimmt froh sind, wenn sie diese Mamba aus ihrem Palmbaum raus haben. Ja, wir waren erfolgreich. Hier das Tier unserer Begierde. Wir haben ein schönes Mamba-Weibchen gefunden. Er hat sie aus dem Baum geholt. Who saw it first? You saw it? No, you saw it. You saw it. Also er hat sie entdeckt und mit vereinten Kräften rausgefangen. Ja, wie gesagt, ein Weibchen ist die westafrikanische Mamba. Ich weiß im Moment den wissenschaftlichen Namen nicht, aber wir werden ihn hier unten einblenden. Also das hier sind diese Früchte, die auf diesen Palmen wachsen. Ich weiß auch echt nicht, wie die Dinger in Deutsch heißen. Also in Englisch heißen sie immer nur Palm Tree. Und das ist das Zeug, wo man dieses Palmöl draus macht. Und hauptsächlich, man verwendet es zum Kochen. Und man kann eben auch, also zum Kochen selber, als so eine Art Soße machen die draus und als Suppe. Und das ist wie gesagt das Futter der Nagetiere. Die Nager kommen auf den Baum, fressen diese Früchte, also die Mäuse, die Eichhörnchen und so weiter, fressen die Früchte und die Mambas warten auf den Baum, bis so ein Tier vorbeikommt und fressen dieses Tier. Das heißt, wenn ihr Mambas halten wollt, müsst ihr eure Mäuse mit diesen Früchten füttern und ihr könnt Mambas perfekt wie in der Natur halten. Joe, on a good day, how many you can catch here? If it's a good day for you, how many? 15. 15, also an einem guten Tag kann er 15 Tiere fangen. Yeah. And right now you say the problem is it's too much green, so you it's difficult to spot them, yeah, to see them. Yeah, yes. Also wegen der Regenzeit ist alles grün und die Tiere sind natürlich gut getarnt, deswegen schwer zu finden. And what other animals are in this area here? What other snake you can find here? Yeah, cobra, spitting cobra, weedless cobra, and tree cobra. All in this area? Yes. So if we walk around here, is not a problem to walk around here? Okay, today the weather, I'm talking by weather. Also die sagen hier, die um uns rumstehenden haben natürlich auch alle ihre Ratschläge, die sagen, die Kobras würden einen hören. Und wenn wir hier rumlaufen und ein bisschen Krach machen, dann hauen die alle ab. Das ist schon das, auf was ich mich verlasse. Deswegen noch kurz zu unserem Outfit hier. Wir sind hier immer ein wenig am Spaß mit unseren Sandalen und kurzen Schuhen. Aber ich denke, das ist ein vertretbares Risiko, was wir hier machen. Und das ist ein wenig mehr Alberei. Also mich bitte nicht als Volltrottel erklären, dass ich hier in kurzen Hosen und Sandalen im Mamba-Kobra-Gabun-Ottergebiet rumlaufe. Die Tiere, die Schlangen sind scheu, die hauen ab, wenn sie einen kommen sehen und deswegen ist das durchaus vertretbar. Noch ein kurzer Aufruf für die kleinen Kinder, wenn ihr in Afrika seid, nicht an der Straße anhalten, Mamba suchen gehen, schon gar nicht mit Sandalen und Tanktop und was weiß ich was. Ja, macht es nur, wenn ihr einen guten Mann dabei habt wie den Jau, dann ist das kein Problem und immer hinten dran laufen und dann macht es auch riesig Spaß, sonst passiert auch nichts. In the bag. So, hier wird Schlängle eingepackt. Okay, die Methode ist natürlich interessant. Er hält immer noch den Kopf. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. So, we put the snake on the back seat. I sit in the front, or how we do? No, we put the snake on the front seat. Okay. That's more important. You started about this. Double bag it, yeah? Is that a gift from the United States? I think it's floor bag, or not? Yeah, but normally it has a gift from the United States. Okay. You're always giving it away to somebody. Okay. So, Schlängel ist gut eingepackt. Wir können gehen. So, mitten auf der Mamba-Jagd machen wir hier Pause. Wir haben hier so eine Hütte gefunden. Hier wird der Palmwein hergestellt. Jim als richtiger Engländer
like Jim, like a typical English guy having the alcohol in the hand. 11 o'clock in the morning, almost drunken. The pub's open. So jetzt schauen wir mal, was die hier in ihren Kübeln zusammenbrauen. Interessante Methode, wie die das machen. Yeah, I like to take it first. Filter through the moss. Hier wird es der Stoff gefiltert. Hier fließt er rein von dem einen Fass ins nächste Fass. Also da vorne wird er gekocht. Da vorne wird er auf Feuer gekocht. Man sieht unten das Feuer. Das Kondensat läuft hier in den nächsten Kübel, läuft hier durch, kommt unten raus, wird unten gefiltert. Ja, und hier kommt die Pulle raus. Nicht schlecht. Kommt hier in den nächsten Container. Die Hygienevorschriften werden hier natürlich strikt eingehalten. Einmal die Woche kommt der WKD und kontrolliert, ob hier alles seine Richtigkeit hat. So, wir sind am Ende unserer Mamba-Jagd. Wir waren erfolgreich, haben ein super schönes Tier gefunden. Ich bin echt happy, dass wir was gefunden haben. Ich hatte die ganze Zeit Angst, wir laufen hier rum und kommen ohne Ergebnis heim. Sie sagen zwar, es gäbe sehr viele hier, aber wir haben es gehört, mit den grünen Blättern ist sehr schwer, welche zu finden. Hier nach 2 Stunden waren wir erfolgreich. Dank der guten M&S-Ausrüstung hier die umgebaute Schlangenzange. Jetzt weiß ich ja, wieso das Ding 2,5 Meter oder 3 Meter lang ist. Ist ja klar, da braucht man das natürlich. Wir werden ein passendes Instrument bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt uns treu und checkt unsere Balls und unsere Mambas. My English cameraman is arriving. Good morning. Nice to meet you. It was too much blah blah, too long again, like always. So one more time. Jetzt werde ich hier gerade erinnert, dass ein Telefonanruf reinkommt, okay? One more time the bullshit. What is the line? You know the scientific name? No, I forgot. Google it. Okay. The scientific name is Mamba, Google it. I thought bullshit again. Vergesst alles, was ich über die Crocs erzählt habe. Ich habe mir jetzt hier so einen scheiß Dornen hier im Busch reingetreten. Die eine Hälfte war im Schuh in der Sohle gesteckt und die andere Hälfte steckt jetzt hier in meinem Fußzehen. Jetzt gibt es hier eine kleine afrikanische Operation. So viel zum Thema geschlossene Schuhe. Machen wir es nochmal. Der nächste probiert sein Glück. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass immer mehr Dreck reinkommt. Aber jetzt sieht man da unten drin, sieht man das Schwarze. Okay, jetzt kommt der dritte. Wait, let's do some disinfection first again. Wait. Das war gut.